Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier einen Lese-Adventskalender und zwar den Ravensburger Wieso, Weshalb, Warum, mein Adventskalender mit 24 Büchern. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 19,99 € und enthält halt 24 kleine Bücher. Ich finde, das ist echt eine coole Sache und ja, da sowohl ich lesebegeistert bin, als auch mein Sohn sehr gerne sich kleine Bücher und so weiter anguckt, habe ich mir gedacht, dass es Sinn machen würde, den auch hier auch vorzustellen. Ja, finde ich ganz interessant und ich finde ihn vor allem mega schön, weil das ist nicht das, was man so in der Adventszeit sieht, sondern das. Wow, zieht euch das mal rein. Wie wunderschön ist das bitte? Das ist so ein Weihnachtsmarkt und ja, das hat man doch super gerne in der Adventszeit so bei sich stehen, ne? Also ja, der kommt jetzt in den Hintergrund und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen eigentlich Beauty-Reise. Das ist wohl für Kinder von 4 bis 7 Jahren, aber ich glaube trotzdem, dass mein Sohn das toll finden wird. Hier sind Trecker drin und so. Naja, am 1. Dezember haben wir hier einfach mal ein kleines Buch von einem Bauernhof und ich finde das richtig, richtig cool. Also sowas, ne, das liest er sehr gerne, da kann er Sachen entdecken, da sieht er ein Ei, da sieht er ein Hühnchen, da kann er Bock Bock machen. Er sieht Trecker und hier kann man theoretisch auch was ausmalen, wenn man möchte. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als die Pixie-Bücher, weil hier hast du auch noch ein bisschen mehr Aktion mit dabei, ne? Dass man hier auch noch zum Beispiel die Tiere mit ihren ja, Produkten verbinden kann, ne? Finde ich süß. Am 2. Dezember darf die wilde Reise zu den Dinosauriern weitergehen. Das finde ich auch richtig, richtig, richtig cool. Hier kannst du auch wieder malen, rätseln, verbinden, lesen, Wissen bekommen. Und das finde ich, also das ist wirklich einfach mal ein bisschen was anderes. Und das finde ich richtig schön. Ich kann mir das gut vorstellen, dass ich meiner Mama das sagen werde, damit sie das vielleicht bei sich in der Grundschulklasse für ihre Kinder zum Beispiel nehmen kann. Weil da hat sie mal gesagt, dass sie auch so eine Art Mini-Buch-Adventskalender immer für die Kinder halt kauft oder selber bastelt. Ne? Ich glaube, der wäre dafür richtig gut geeignet. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier geht es um Insekten und ich glaube, dass das etwas ist, was tatsächlich auch sehr häufig vernachlässigt wird, also dass man sowas den Kindern beibringt. Hier sind auch relativ realistische Zeichnungen mit dabei. Das finde ich ziemlich cool, dass man das halt nicht immer nur so verschönlicht, sage ich jetzt mal. Ne? Doch, das ist hübsch. Hier haben wir die Nummer 4. Am 4. Dezember gibt es Informationen über die Berge. Und also ich finde es richtig schön, jedes Buch ist gleich aufgebaut. Woraus bestehen Berge und so weiter. Also dass du quasi erstmal so ein paar Fragen erklärt bekommst. Dann kannst du ein bisschen was malen. Dann kannst du ein bisschen eine Aktivität machen. Ne? Das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und das ist auch sehr aufregend. Hier hinten stehen dann auch noch ein paar andere Reihen drauf erklärt. Und wahrscheinlich gibt es natürlich diese Bücher auch noch in größer. Aber das ist halt wirklich für jeden Tag eine neue Erfahrung. Echt schön. Malen, Spielen und Rätseln mit der Eisenbahn gibt es hier am 5. Dezember zu entdecken. Also wirklich schön. Also das wird aber mit sehr, sehr viel Malen. Okay, da hast du gar keine bunten Bilder drin, sondern kannst da sehr viel Aktivitäten machen. Ja, der 6. Dezember darf natürlich aufgrund von Nikolaus was Besonderes sein. Und hier haben wir Flugzeuge drin. Das finde ich auch richtig schön. Wir haben bei uns in der Nähe den FMO, Flughafen Münster-Osnabrück. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal so als Kind das richtig erleben konnte und so, wie crazy geil das war. Und deswegen finde ich das richtig schön, dass die hier auch ein Buch darüber reingemacht haben. Das gefällt mir. Schön. Am 7. Dezember geht es um Haustiere. Das finde ich auch schön. Da haben wir vorne drauf auch einen Hund. Ja, feiere ich natürlich total. Wer hätte das gedacht? Und ja, hier kannst du was über Nagetiere lernen. Was braucht eine Katze? Was kann ein Hund? Hier kannst du malen und was entdecken und erleben. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Hier haben wir Malen, Spielen und Rätseln mit Fahrzeugen drin enthalten. Das ist wirklich ein Buch, wo ich sehr, sehr, sehr mir sicher bin, dass mein kleiner Sohn mit fast 2 Jahren das auch schön finden wird. Wobei, nee, glaube ich nicht ganz, weil hier musst du alles ausmalen. Okay, schade Schokolade. Schade Schokolade. Aber ein schönes Aktivitätsbuch. Ich glaube nicht, dass ein Kind das wirklich an einem Tag komplett vollgemalt bekommt, oder? Nee. In der Nummer 9 dürfen wir uns über das Wetter freuen. Ja, also mein Sohn kennt eigentlich nur nass und
Ich darf draußen spielen, Wetter. Ja, aber finde ich klasse tatsächlich. Auch mit dem Wetterfrosch hier drin. Ich weiß nicht, womit das dann in Kooperation ist. Wir hatten ja eben auch schon Lufthansa hier drin. Dann hast du hier auch das erste. Also irgendwie scheinen da auch so ein paar Firmen ihre Finger mit im Spiel zu haben. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr süß. Windstille, leichte Brise, mäßige Brise und starker Wind. Stürmischer Wind, schwerer Sturm und Orkan. Das ist natürlich sehr süß dargestellt, ne? Also sehr plakativ. In der Nummer 10 darf es mit etwas weitergehen, wo meine Mama Luftsprünge machen wird. Pferde und Ponys, ja. Meine Mama ist nämlich passionierte Reiterin, war ich damals auch, bis ich es irgendwann nicht mehr durfte. Und ja, hier haben wir dann einen Reiterhof mit drin und die Pferde werden erklärt, was ein Sattel alles beinhaltet und das Zaumzeug und so. Das ist schon schön, also aber auch definitiv dann eher für Grundschulkinder gedacht. Am 11. Dezember, der ersten Schnapszahl, haben wir etwas zu Technik hier drin zu entdecken. Und da darf man dann sowohl bunte Bilder finden, als auch ein paar Rätsel, was zum Ausmalen. Ein Roboter erklärt das Ganze richtig süß. Bei einem Notfall rufst du die 112 an. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Fahrzeugen, die so bei einem Unfall helfen, das finde ich auch richtig, richtig schön. Und wirklich dann auch, also für mich kommt das auch sehr kindgerecht rüber. Ich habe die Bücher jetzt natürlich noch nicht gelesen, ne? Aber für mich kommt das sehr schön erklärt drüber und auch schön illustriert. Das mag ich. Oh, Halbzeit, die Nummer 12. Es geht um Tierkinder. Das ist natürlich jetzt richtig knuffig, ne? Dann hast du Welpen und Kitten und oh, Lämmer und so weiter. Ja, woher kommen die Tierkinder? Oh, das ist ja fast schon Aufklärung. Alle Tierkinder haben Eltern, aber sie kommen auf ganz unterschiedliche Weise zur Welt. Ach so, es wird nicht erzählt, wie sie entstehen, sondern woher sie kommen. Das ist natürlich dann auch sehr cool. Ich wollte schon sagen, huch, kommen die jetzt auf einmal hier um die Ecke und machen einen auf Peter, Ida und Minimum? Nee. Dann kannst du hier auch noch helfen, dass der eine Hase zum anderen Hasen kommt. Also wirklich ein schönes Mitmachbuch. Am 13. Dezember habe ich ja auch wieder ein Malen, Spielen und Rätseln Buch über Ritter. Richtig cool. Und was mir gerade auch so ein bisschen in den Kopf kommt, ne, dadurch, dass ich jetzt natürlich die Bücher hier habe, auch so, das ist komplett nicht illustriert und da geht es halt vor allem um Malen. Ich aber öfters mal Besuch von kleineren Kindern hier halt habe, durch Nichten und Neffen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wenn dann jemand hier ist, dass man ihm halt oder ihr so ein Buch geben kann und dann können die halt da so drin rummalen oder wie auch immer, ne? Für Besuchskinder auch echt gut geeignet. Das ist schön. Sehr wahrscheinlich Julius' Lieblingsbuch verbirgt sich hinter dem Kläppchen Nummer 14 und zwar geht es hier um die Baustelle. Oh, das ist gerade so spannend, ich sag's euch Leute, das ist einfach sein Thema aktuell. Natürlich geht es hier, wer da arbeitet, ne? Wem gehören die Werkzeuge und dann kannst du hier auch noch ein bisschen das Haus anmalen. Das ist schon schön, ja, da hast du Aktivitäten und Lernspaß. Am 15. Dezember dürfen wir Fahrzeuge erkunden. Das finde ich auch richtig schön. Auch hier wieder ein Bagger ist am Start, eine Raupe. Welche Fahrzeuge hat Greifarme? Das ist schön. Am 16. Dezember dürfen wir Malen, Spielen und Rätseln bei der Polizei. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und ja, da dürfen wir vielleicht die Polizei bei den Einsätzen begleiten. Man darf die Polizistin ausrüsten. Man darf hier auch anmalen und suchen, was gestohlen wurde. Also so ein Suchbild, ne? Das ist schon hübsch. Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, geht es um unser Essen. Und da geht es einfach um Lebensmittel. Genau, was ist was? Was ist eine Gurke, eine Banane? Das ist etwas, was ich mit Julius jetzt auch schon mir so anschauen könnte und was wir erkunden könnten. Sehr, 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 sehr hübsch. Ich vermisse tatsächlich so ein bisschen diese weihnachtlichen Themen, aber das kommt wahrscheinlich am 24. Dezember oder so. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich ein Buch über Schiffe mit dabei. Da kann man ein paar kleine, aber feine Informationen bekommen. Wie fahren Schiffe? Was ist die Seemannssprache? Das finde ich auch sehr spannend. Da kann ich selber auch noch allerhand lernen. Kann ich nie anders sagen, ne? Wann hilft ein Seenotkreuzer? Also mein Freund hat irgendwann auch mal so bei einem Angelverein, ne? Und da hat er auch solche Knoten und sowas gelernt. Vielleicht kann man sowas hier auch drin finden. Das ist interessant. Am 19. Dezember haben wir hier die Tiere der Nacht einmal aufgeführt. Ja, so wird dem Kind dann auch ein bisschen erklärt, welches Tier ist nachtaktiv, welches ist tagaktiv. Und hier ist auch ein Igel mit drin, da muss ich immer an Irmgard denken. Und wir haben auch so einen Igel vor unserer Haustür stehen, so einen, ne, habe ich mal bei Action oder so gekauft. Und Julius liebt diesen Igel, der heißt übrigens IA. Und der wird auch immer schön umarmt, also den hat er wirklich sehr, sehr lieb. Und hier geht es um Fledermäuse, wie jagen Tiere im Dunkeln ihre Beute? Was raschelt im Laub? Das ist süß, ne? Was passiert am Ende der Nacht? Das ist schon ein schönes, interessantes Buch.
Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier gibt es ein Malenspielen und Rätselnbuch über Autos. Und ich glaube, diese Malenspielen und Rätselreihe bedeutet halt, dass du komplett keine Illustrationen in Bunt hier drin hast, sondern dass man das halt komplett selber anmalen kann. Aber trotzdem dann auch die ganzen Rätsel macht. Ne? Das ist schon schön. Die Waschanlage wird hier erklärt. Cool. Am 21. Dezember dürfen Experimente mit Wasser gemacht werden. Dieses Buch darf ich Julius noch nicht zeigen. Der wird uns hier alles unter Wasser setzen. Und ja, wird sich dabei freuen, ne? Süß, hier haben wir so eine kleine Illustration. Der sieht ein bisschen aus wie Albert Einstein. Okay, ja, sehr süß gemacht. Sehr, sehr süß gemacht. Und so kann man vielleicht auch an Regentagen oder so die Kinder ein bisschen ablenken, dass sie dann auch mal einfach so ein bisschen was anderes sehen. Schwimmt Eis auf Öl und so weiter. Warum ist Meerwasser salzig? Cool. Das ist ein sehr schönes Buch, finde ich persönlich. Mit meinem damaligen Berufswunsch am 22. Dezember, zweite und letzte Schnapszahl, haben wir ein Buch über Prinzessinnen hier drin. Ma! Ja, ich darf ja auch mal ein bisschen eskalieren, okay? Wie beginnt eine Prinzessin ihren Tag? Was muss eine Prinzessin können? Das ist natürlich jetzt alles auf sehr damalige Prinzessinnen bezogen. Ich glaube, heutzutage ist es alles ein bisschen anders. Wie wird eine Hochzeit gefeiert? Die Hochzeit einer Prinzessin war ein großes Ereignis. Ach, es ist tatsächlich hier in der Vergangenheit geschrieben. An der Trauung in der Schlosskapelle nahmen die Familien des Brautpaares und wichtige Vertreter des Adels teil. Zum Hochzeitskleid gehörte eine Schleppe. Nach der Trauung fuhr das Brautpaar in der Kutsche durch die Stadt, um sich dem Volk zu zeigen. Okay, ja, weil das ist alles hier so ein bisschen, ne, aus den damaligen Zeiten. Aber schön. Einen Tag vor Heiligabend dürfen wir in den Weltraum fliegen. Da haben wir nämlich hier ein entsprechendes Büchlein drin enthalten. Welche Planeten kreisen um die Sonne? Aha. Und was trägt ein Astronaut? Was ist eine Raumfähre? Das ist natürlich ein bisschen fortgeschrittener, aber ich finde es interessant. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn am 24. Dezember nichts Weihnachtliches drin gewesen wäre. Und das Buch heißt auch einfach Weihnachten. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Denn der ganze Adventskalender ist natürlich großartig bislang gewesen. Oder generell. Aber mir hat das Weihnachtliche halt echt gefehlt, abgesehen von dem Design, ne? Und hier haben wir halt komplett auch... Nee, nicht komplett. Wir haben hier Illustrationen drin. Wir können malen. Wir vor allem. Und echt schön. Woher kommt der Weihnachtsbaum? Auch das sehr interessant. Ne? Das ist einfach sehr passend für den 24. Dezember. Also ich finde diesen Adventskalender total super. Ich finde ihn besser als den Pixie-Adventskalender, den ich ausgepackt hatte. Auch wenn der Pixie-Adventskalender doch etwas weihnachtlicher von den Themen unterwegs war, finde ich persönlich, haben wir hier einen, ich finde, cooleren Adventskalender. Der ist halt für die älteren Kinder auch gedacht. Wir haben einen sehr, sehr großen Adventskalender. Wir haben jeden Tag was zu entdecken und ich glaube, das kann Spaß machen. Und selbst wenn man sagt, Mensch, den Adventskalender hole ich nicht als Adventskalender, sondern als, keine Ahnung, kleine Bücheransammlung, ne? Weil du zahlst ja unter einem Euro pro Buch, theoretisch, ist das schon eine lohnenswerte Sache. Für 19,99 kannst du hiermit nichts falsch machen. Und mir gefällt der sehr. Und ich werde ihn auf jeden Fall meiner Mama empfehlen, weil die ist jetzt das letzte Jahr Lehrerin. Danach geht sie halt in Rente. Und dann hat sie vielleicht nochmal so einen Kracher zum Jahresabschluss. Mal gucken. Ihr Lieben, wie fandet ihr den Adventskalender? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.